damals Hartmut Meierhofer abgelöst. Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Kein guter Abschluss, kein gutes Zusammenspiel in der Offensive. Und das der Kemper. Und der Abwehrboss schlechthin vollendet ihn. Aus Göppinger Sicht droht heute die 8. Auswärtsniederlage in Folge. Sie wollen sich natürlich mit der eigenen Motivation und vom Kampf, den sie hier an den Tag legen, kann man ihnen noch absolut nichts vorwerfen. So, einen Abschluss wollen die Gummersbacher sicherlich noch rauszaubern. Oskar Zorn erfolgreich. Pause in der Schwalbe Arena. Der VfL Gummersbach führt. Schauen wir kurz auf das Personal. Malus, Schmidt und Scharatz beginnen wieder im Rückraum. Aber Redmann. Der Schick gemacht. Das ist seine Stärke, seine Sprungkraft. Georgi Skovrebace. Ewig in der Luft, wenn er sich denn traut. Der Herr mit der 2, das ist Oskar Neudeck. Und der Herr mit der Doppelparade ist Daniel Redmann. Das können wir uns gerne zweimal anschauen. Oh. Schnurov, und was soll ich dazu noch sagen? Die Bilder sprechen doch für sich. Fährt die Krallen aus. Und vielen Dank, dass wir das noch mal sehen dürfen. Schmidt. Ja. Die Katze im Tor. Soll einer mal sagen, dass Handball nicht modern geworden ist. Bietigheim steht dort im Finale. Und wenn ihr weiterhin Bock auf Handball habt, dann schaltet doch um 18 Uhr genau da ein. Bietigheim im Champions-League-Finale. Schnurov entscheidet sich nochmal über die Mitte zu gehen. Regler gibt nur den Freiwurf. Die Zeit tickt, der Abschluss muss her. Bregler rein! Der VfL Gummersbach macht's mal wieder. 33:32, Sieg in der Schwalbe Arena. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein